Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Das Motorola Moto G42 kommt mit einem internen Speicher von 64 GB daher. Das ist heutzutage wahrlich nicht mehr viel. Es gibt Geräte mit 256, 512 GB, gibt sogar schon Terabyte Geräte oder internen Gerätespeicher. Wir haben aber hier die Möglichkeit, mittels einer MicroSD, die wir extern zuschalten, praktisch ja, den Speicher zu erweitern, und zwar um 1 Terabyte. Das heißt, ihr könnt euch eine MicroSD-Karte mit 1 Terabyte Speichermöglichkeit kaufen und damit eben euren 64 GB internen Speicher aufrüsten, dann kommt ihr insgesamt auf 1064 GB Speicher. Das ist schon eine ganz schöne Nummer, und wie das funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ja, in diesem Video wollen wir uns mal um die Speichererweiterung unseres Motorola Moto G42 kümmern. Das Gerät kommt ja mit 64 GB, so haben wir es hier bekommen, das ist die Produktvariante. Das soll es auch in 128 GB geben. Wir haben hier eben, wie gesagt, 64 GB internen Speicher. Und zum Speicher oder zur Übersicht des Speichers und wie er ausgelastet und belegt ist, kommen wir, indem wir einmal kurz in die Einstellungen gehen, hier auf unser Zahnrad. Und dann haben wir hier nämlich einen extra Menüpunkt, der nennt sich Speicher. Und unter dem Speicher sehen wir schon die ersten Informationen, 28% belegt, 46,1 GB frei. Ich klicke da mal drauf und so sieht das Ganze dann innerhalb des Speichers aus. Wir haben dann nochmal hier eine Darstellung, wie viel ausgelastet ist. Und ja, hier können wir unten sehen, ja, welche Punkte zum Beispiel das System mit 11 GB das System eben auslasten. Und ansonsten haben wir hier nichts, also wir haben hier auch keine Variante oder Möglichkeit, eine MicroSD-Karte auszuwählen. Das wollen wir jetzt einmal ändern. Dazu sperre ich einmal das Gerät. Wir können ja hier eine MicroSD-Karte nachrüsten. Und zwar müssen wir dazu einmal hier den SIM-Karten-Steckplatz bzw. diesen Schieber herausholen. Und dazu piekst ihr da einmal in das Loch. Entweder mit dem euch mitgelieferten SIM-Nadel-Tool hier, mit dieser Nadel könnt ihr da rein. Falls ihr das nicht findet oder gerade nicht zur Hand habt, könnt ihr auch einfach eine herkömmliche Büroklammer nehmen, biegt die ein bisschen auf und die Büroklammer hat nämlich den gleichen Durchmesser wie so eine SIM-Nadel und damit könnt ihr auch schadfrei in dieses Loch pieksen. Jetzt habe ich hier gleichzeitig drauf gedrückt. Einmal ein bisschen drauf gepiekst, dann springt dieser Schlitten so ein Stück heraus. Jawohl, jawohl, jawohl. Viele Meldungen und so sieht der ja aus. Wir sehen, wir haben da schon eine SIM-Karte eingelegt. Wir haben ja hier die Möglichkeit, sowohl zwei SIM-Karten zu nutzen, als auch eine MicroSD-Karte nachzurüsten. Bei vielen Geräten ist der SIM-Karten-Slot ja so, dass nur eine SIM-Karte so reingeht und beim zweiten Steckplatz muss man sich dann entscheiden, ob man die Dual-SIM-Fähigkeit nutzen möchte oder eine MicroSD nachlegt. Wir legen jetzt hier eine MicroSD-Karte ein. Wir haben hier eine von SanDisk, 32 GB. Das ist jetzt nicht sonderlich viel heutzutage. Früher war das mal viel. Heutzutage sind wir da ja bei Werten, ja, 256, 512 GB, 1 Terabyte. 1 Terabyte ist auch das Maximum, was ihr hier einlegen könnt. Also sofern ihr eine MicroSD-Karte habt mit 1 Terabyte Speichervermögen, die dürfte mit dem Gerät noch harmonieren. Und dann legt ihr die einfach hier ein. Ihr müsst hier bei diesem SIM-Kartenträger ein bisschen aufpassen, dass ja, ihr den nicht umdreht und so weiter, weil die einfach hier wieder rausfallen. Also hier haben sie auf einen Klickmechanismus verzichtet. Ich finde das immer ganz praktisch und halte das auch nicht für sonderlich aufwendig in der Produktion, dass man das so macht, dass die Karten da eben nicht rausfallen. Ist ja schon ein bisschen wackelig, das Ganze. Auf jeden Fall so einlegen, die Kontakte nach unten, das zeige ich jetzt nicht, weil sonst fallen die mir die Karten heraus. Und dann schiebt ihr das Ganze so wieder hinein und am Ende ein bisschen drücken, dann verschwindet der SIM-Kartenträger hier wieder bündig mit dem Rahmen. Und dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Als erstes müssen wir natürlich unsere SIM-PIN einmal eingeben, dadurch, dass wir ja die SIM-Karte von ihrem Steckplatz getrennt haben und jetzt wieder ja, praktisch der Kontakt besteht, müssen wir einmal hier die SIM-PIN eintragen. Bei uns ist das 4x0 und wenn wir das Gerät entsperren, da haben wir auch 4x0 eingegeben, zack. Und dann kommen wir wieder ins Gerät hinein. Wir sind jetzt hier, seht ihr, aktualisiert das Ganze einmal, weil er erkannt hat, dass wir eine Speicherkarte eingelegt haben. Und jetzt sehen wir auch hier oben diesen extra Punkt, und zwar dieses Gerät. Und da klicke ich jetzt mal drauf. Dieses Gerät bedeutet eben, dass das, was wir hier sehen, sich auf den internen Speicher des Geräts bezieht. Und wenn wir hier diesen Dropdown mal anklicken, dann haben wir hier eben zusätzlich noch SD-Karte von SanDisk, also die, die wir gerade eingelegt haben, die wird dann auch erkannt, sogar der Hersteller steht dabei und wenn ich da jetzt drauf klicke, dann habe ich eine neue Übersicht, die sich dann eben einzig auf meine eingelegte MicroSD-Karte bezieht. So, wir sehen jetzt in unserem Fall insgesamt, ja, 32 GB, hat er richtig erkannt, 12 MB belegt, also im Prinzip ist die, ja, war wahrscheinlich formatiert irgendwann mal und keine Daten drauf und ja, ihr habt dann hier den Speichermanager, ihr könnt hier in die Dateien gehen
und euch aussuchen, womit ihr das Ganze öffnet. Zum Beispiel mit den Dateien, da könnt ihr sagen, immer oder nur diesmal. Ich sage jetzt mal nur diesmal. Und bekommt dann eine Übersicht dessen, was sich auf eurer MicroSD-Karte befindet. Und dann könnt ihr von jetzt an zum Beispiel aufgrund der nur 64 GB, die hier intern zur Verfügung stehen, eben eure MicroSD-Karte zum Beispiel dafür nutzen, Fotos, Videos etc. darauf zu legen. Das ist ja schon immer etwas, gerade bei heute immer besser werdenden Cams, die größere Bilder, sag ich mal, oder Bilder in höherer Qualität erzeugen können, dann schon so ein Punkt, wo man überlegen kann, ob man dafür den internen Speicher belastet oder ob man dann sagt, nö, da hole ich mir lieber eine vernünftige MicroSD-Karte, zum Beispiel eine mit 1 Terabyte. Gut, die kosten natürlich ein bisschen mehr als die mit etwas weniger Speicher. Müsst ihr euch aussuchen. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wie ihr Speicher nachrüsten könnt bei eurem Motorola Moto G42. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben für uns da. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!